Leute, schreibt mir ruhig immer weiter eure Level-IDs in die Kommentare. Ist ein bisschen weniger geworden, deswegen frage ich nochmal. Ja, einfach hier unter dieses Video. Und wenn ich das nächste Mal Level-IDs raussuche, habt ihr die Chance, dass mein Level von mir gespielt wird. Wie auch Rico mit Despair. Also wie gesagt, immer eine kurze Beschreibung noch dazu packen am besten. Ich schreibe mir das auf und zock's dann irgendwann. Alter. Und Alter, was böse Fallen. Das ist nicht lustig. Aber ich könnte ihn vielleicht ein bisschen missbrauchen. So. Und am besten immer nur ein... Alter, wie viele kommen da noch von denen runter? Am besten immer nur ein... der beste Level, den ihr habt. So, was mache ich jetzt am besten? Wie geht's weiter? Immer nur euren besten Level und dann... Muss ich nicht raussuchen. Da kommt einer runter. Das heißt, hier unten muss was sein. Nö, eigentlich nicht. Hä? Ich habe noch nicht den Weg gefunden. Oh, die ganze Zeit geskillt und dann sowas. Am Ende ist eine... Geht's hier denn rein? Das ist schon mal wichtig und toll und schön zu wissen. Aha. Da ist zwar ein Pilz, aber an den ranzukommen ist ein bisschen knifflig. Den müssen wir aber behalten. So kommen wir am Ende weiter. Alter, machen die mit Flügeln komische Wege. Despair. Es riecht nach einem verdammten schwierigen Level. Wenn die Kollegen hier schon so willkürlich aufkreuzen, ist es kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Zack, zack, zack. Behalte bloß dein... Oh, Mann. Und das gibt einen P-Switch. Ja, okay. Ah! Na, tolle Wurst. Ja! Warum denn auch nicht? Langsamer Lernprozess an der Stelle. Gelle. Ein paar Mal Fails gebaut, aber der Level ist auch wirklich fies. Genauso wie diese Jeep-Jeeps. Was machen die denn für ein Theater? High School Musical. Nein, ist es nicht. Zum Glück nicht. Unbedingt behalten. Ich muss mir das mal ein bisschen merken. Was nun? Ah, da ist ein böser Kollege. Ich glaube. Und ab dafür Gas geben. Hätte ich aber so auch noch geschafft. Verarsch mich mal. Die Sachen sind weg. Das sieht nur so aus. Oder Moment. Das Schild ist ja da. Ist ja prickelnd. Warum sind die Items weg? Guck ich halt mal hier nach, nicht wahr? Das ist ja fies. Der schwierige Weg ist... Oh mein... Mit dem Großen geht schon mal gar nicht. Ist das der richtige Weg? Zumindest ein ziemlich nerviger. Und gleich bin ich raus. Aus dem Schneider. Jetzt bräuchte ich noch irgendwas. Okay. Bringt mich das weiter? LOL! Instinkt! Aber kein sehr schöner Level. Ein ziemlich böser, du. Du böser, böser Level, du. Ein Level von einem Lümmel. Aber okay, Rico. Den Stern hast du bestimmt gern. Viel Spaß damit. Okay, schnell zu Level Nummer 2. Da unten die Level-ID, wenn ihr Bock habt. Und weiter geht's. Hallo, Tri-Chef.
oder Shave. The Beginning, New Super Mario Bros. U. 10 von 106 haben es geschafft. Wahrscheinlich sein erster Level oder so. Danke, danke. Ja. Das merkt man, dass es The Beginning ist, weil... Wer noch nichts hat, wollte ich gerade sagen, und da geht's in die Röhre rein. Das lernt man ja erst später. Ja, tolle Wurst. Vielleicht hat er den Level ja immer weiter ausgebaut. Ich nehme das einfach mal mit. Noch werde ich nicht ganz schlau hier draus. Ja. Ich muss nach links. Was, wenn ich doch rechts lang gehe? Ich sag mal so, das Ziel ist ja rechts, deswegen zieht mich immer alles ziemlich weit nach rechts. Bomben. Kriegen wir hin. Ah! Bomben! Was soll das denn? Heilige Macaroni! Das ist halt typisch. Ich denke nicht, dass wir irgendein Trampolin brauchen. Ich gehe einfach mal so meinen Weg, weil ich frag mich, was das hier soll und wird. Wenn nichts wird, wird, wird. Aber warum wird der Wirt wird? Weil der Wirt wird, wird. So. Das ist doch schon mal was. Man könnte einen Treffer einstecken, du. Das so gut. Man wird noch nicht mal bestraft. Für diese abscheuliche Tat. Aha. Insgesamt ein... Oh, sieh mal an. Ein verwirrender Level, weil man viele Wege hat, die man gehen kann. Vielleicht ist es aber einfach so gedacht. Ist okay. Für The Beginning ist es ganz nett. Na gut. Kommen wir zum dritten Level des heutigen Tages, liebe Freunde der Nacht. Juhu! Mirko, a nice and challenging level. Challenging! Ching, chong, chong! Okay, Mirko, geiles Meme. Wird dein Level genauso geil? Kein Scrolling Level! Wie ich keine Scrolling Level hasse! Nee, Luftschiff, Luftschiff. Okay, das ist böse, weil ich habe keinen Wandsprung, aber dann halt so. Ah, nee, es reicht nicht. Wie war denn das gedacht, Freundchen? Mirko, erzähl mal. Was macht die Kugelwilli-Station? Na, Kugelwillis. Man könnte meinen naheliegender, man weiß bei Mario nie so genau. Oh ja, Surprise. A nice and challenging level. Challenging ist er ja schon mal. Doch, doch, nice ist er auch. Macht ganz gut Spaß und das ist immer so die Hauptsache. Yo, läuft. Ich fand ihn ganz unterhaltsam, definitiv einen Stern verdient. Hat Spaß gemacht, den zu durchlaufen. Bitteschön, Mirko. Ha, wer kennt doch das Mirko-LP? Habe ich aber bewusst nicht gesagt, weil das Mirko mit C ist. Also, das Mirko-LP war mit K und der mit C. Ach, einfach der Nächste. Oh Baby Baby Bala Bala, SFD Lisa, eine verrückte Bande. Okay, einer von drei hat's geschafft. Eine verrückte Bande. Das V in der Situation kleingeschrieben. Ja, ich bin ein Grammatik-Nerd. Gegner, die hier gar nicht reinpassen, aber ist in Ordnung. Ist halt eine verrückte Bande. Geht's da rein? Nein! Meh! Es geht hier nicht rein. Ups, das war. Geht wohl nirgendwo rein hier. Ups, sorry, keine Absicht. Das war Absicht. Und das auch, und das auch. Ja, verdammt, ich hätte jetzt
Das mache ich jetzt mal. Pass mal auf. Nein, nein, nein. Könnt ihr bitte noch mal ganz kurz? Ah, da hatte ich noch keine Feuerblume. Deswegen wird es schwieriger jetzt. Oh, ihr Säcke. Naja, ich hätte jetzt jedenfalls unendlich One-Ups bekommen können auf den... auf den Spiny Tops. Ein Stern? Ich will den Stern nicht. Ich will aber die Wolke. Ja! Oh, je, je, je. Oh, das Ziel! Okay! Nett! Nett! I like this. You like this video? I like this level, so like my video, Lisa. Wie? Lisa ist nicht dabei. Lisa? Hallo? Hab ich keinen? Doch, ich hab einen Stern gegeben. Wenn er bald auf 0 steht. Nächster. Volle Hand, Level 5. Kevin, der Invisible Level. Der unsichtbare Level. What? Aha. Wie kann das schon wieder? Wir hatten ja schon mal einen Level, der so ähnlich gefriemelt war. Hä? Da steht ja auch im Kommentar, man soll sich das anschauen, das Vorschaubild. Diese Glitches. Oh Mann. Hatte ich echt nur Glück? Und dann, wie geht's weiter? 0% Abschlussrate. Was geht da hinten für eine Party? Jetzt müsste ich mal gucken, welche Blöcke das überhaupt sind. Wolken. Wie macht man die verdammten Wolken denn bloß weg? Hm. Ich probiere es einfach nochmal. Ah ja, das geht so nicht. Eieieiei. Der unsichtbare Level. Ah, ist ja ganz nett, dass man über diese Glitches verfügen kann. Aber der Level ist jetzt nicht so der netteste. Kann man jetzt auf den Münzen? Nee, kann man nicht. Seit wann kann man auf Münzen stehen? Ey, ich stehe voll auf Münzen, du perverse Sau. Da. Das finde ich doch nicht mal mehr. Ja, verrat mir ruhig mal den Glitch, wie das funktioniert. Würde mich mal jucken. Da ist ein Trick dabei. Da ist definitiv. Da ist ein Trick dabei. Muss mal ganz kurz, ich mach das. Aber ich will mich nicht treffen lassen von den Blumen. Ist da noch irgendwas anderes bei den Blumen? Lass mal gucken. Lass mal sehen. Ach, ich Depp! Überall, wo der Pfeil da drauf zeigt. Ach, und wenn ich erstmal die Clownskutsche hab, dann ist der Seelachs im Sack. Der Seelachs. Na dann. I raffet. I have it graft. Aber wie macht man das genau? Ah, das ist doof. Ich bin noch ein bisschen. Deine Pfeil wird durchgestrichen. Habt ihr das gesehen? Von den Münzen quasi durchgestrichen. Jetzt ist es gut, wir haben uns dann genug hier aufgehalten.
da bin und alles geschafft haben und wissen, wie das geht. Das verwirrt mich ja alles ein bisschen. Warum macht er mit den Münzen den einen Pfeil wieder weg? Macht doch den Pfeil einfach so weg. Oder ging das nicht? Geht der Bug nur mit bestimmten Pfeilarten? Wer weiß das schon so genau? Boah, mach dich doch mal weg da mit deinem Vectra. Ich dachte, da ist was. Ja, Freunde, wird eine lange Nacht. Einfach durch. Bisschen was von einem Sonic Fight gerade. Okay. Nein! Ich will jetzt doch mal gucken. Ach, der kommt gar nicht runter. Ich mache mich lieber ins Ziel, bevor hier zu viel Unrat passiert. Das sieht ja geil aus. Das Ding sieht ja geil aus. Die Zacken in dem Modus. In dem beschwipsten Modus. Respekt, Kevin, für den unsichtbaren Level. Das war schon hardcore, hardcore. Da unten steht die ID. Zockt es. Und zum guten Schluss Justin mit Tower of the Sumo Bro. Aha. 0 von 6. Der Level eben auch, der wurde noch kein einziges Mal gelöst. Ich bin immer der Erste, oder ziemlich oft halt, der den Level lösen kann. Das ist ein bisschen traurig. Ich glaube eher, dass viele Leute einfach nicht die Geduld haben. Und sofort hinschmeißen. Und ich bin hier, hab quasi wirklich Zeitdruck mit meinen Parts. Ich will ja nicht zu lange Parts produzieren. Und krieg so einen reingewürgt. Hi. nee. Gechillt, also es funktioniert alles locker flockig von der Hüfte, ne? Muss halt ab und zu mal überlegen oder mal ausprobieren, ich weiß nicht. Sind die alle so am Skippen in der 100-Mario-Herausforderung oder wie kommt das? Aber oh, es war zu früh. Ah, doch noch überlebt. Ja, das erinnert in der Tat an einen echten Turm aus der New Super Mario Bros. Serie. Wo diese Rammböcke mit Stacheln dran, einen ans Leder will. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Türme. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich mal die Türme vermisse. Aber es ist so. So, hier gibt's nur Goodies. Schöner Level. Definitiv schon mal. Schöne Level. Oh nein. Is this what I think? Ach, geht ja. Schon mit Schlimmeren gerechnet. Immer ganz viele Gegner eingesperrt. Wickler. Nicht in seinem natürlichen Umfeld. Mit dem Zwinger gehalten. Bomben. Aha. Chip, chip, chip. Geil, die tun die Donuts sofort runter. Ich muss wirklich auf dem Spin jumpen? Oh, hab ich ein Schwein. Das sind eigentlich Donuts. Die fallen halt wegen dem Spacko runter. Ah, ist einfach so. So, leider kein Power-Up. Der Level ist richtig gut. Da kann man ja runterfallen. Ich muss mich beeilen. Oh yeah. Bekomme ich noch was Geiles? Uah, Stacheln. Ach, da geht's rein. Tür oder Röhre?
soll denn das hier? Das ist bestimmt was Tolles. Na, warte ich noch mal kurz. Bevor mir wirklich zu warm ums Herz wird. Dass jetzt irgend so ein blöder Gegner rauskommt. Ich hoffe einfach mal, die beiden... die Röhren, dass da nichts rauskommt weiter. Hallo, Tri. Ist das schön hier. Was bringt's mir außer ein One-Up? Vielleicht nehme ich einfach mal das Trampolin mit. Schaden wird's nicht. Aber wo ist der Weg zum Ziel, verdammt? Das Ganze mit dem kleinen Mario, nicht schön. Nee. Ich glaube wirklich, dass hier nichts ist. Außer ein verdammtes One-Up. Das gut versteckt ist. Was? Danke, aber irgendwie... Ja, da habe ich die richtige Röhre nicht gefunden. Nee, auch nicht. Nee, zurück kann ich nicht. Eine davon wird es sein. Welche ist es wohl? Oh mein Gott, ich werde nicht getroffen. Warum? Da geht's auch nicht rein. Irgendeine muss es sein. Zweitoberste. Ah, das muss ich doch hier hin. Vielleicht kann man ja trotzdem da rein. Das One-Up kommt nämlich nicht aus der Röhre. Das geht nicht. Aha. Arsch. Oh nein, ist das wahr? Hier bin ich wieder. Und ich stelle mich so dumm an, aber Hauptsache, der Erfolg ist da. Ja, Freunde, haben die heutigen Level einen Daumen hoch verdient? Urteilt selbst. Schreibt es in die Kommentare und gebt euren Daumen hoch oder runter. Je nachdem. Aber okay, mir hat es ganz gut gefallen. Waren schöne Level dabei. Wieder was Tolles. Das kriegt einen Stern. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen und bis dann und ciao.